Biadat aus der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat uns einen Auftrag gegeben, die Frage nach den gesetzlichen Regelungen zur Sterbehilfe hier im Deutschen Bundestag zu diskutieren. Diese Grundfrage des menschlichen Daseins berührt mehr als jede andere die Identität und die Individualität. In dieser Orientierungsdebatte gibt es kein richtig und es gibt kein falsch, es gibt kein schwarz, es gibt kein weiß, es gibt kein oben, es gibt kein unten. Das heißt aber nicht, dass diese Entscheidung keine Auswirkungen hat. Unser Grundgesetz baut auf die Würde des Menschen auf, die in unserem christlichen Menschenbild fest verankert ist. Dazu gehört auch, dass die freie Entscheidung für selbstbestimmtes Sterben von jedem Einzelnen getroffen werden kann. Bei den gesetzlichen Regelungen kann es aber nicht alleine um die Entscheidung des Einzelnen gehen. Der gesellschaftliche und der kulturelle Umgang mit dem Tod ist prägend für eine soziale Gemeinschaft. Sterben und Tod sind nicht nur eine Privatangelegenheit, sie berühren auch die Gesellschaft als Ganzes. Richtig ist, bei dieser Debatte geht es um die zentrale ethischen Fragen für unsere Gesellschaft, über den Umgang mit dem Leben und dem Tod. Daher müssen wir als Gesellschaft die notwendigen ethischen Leitplanken diskutieren und setzen. Papst Johannes Paul II. Hat einmal gesagt, ich zitiere, der Tod zwingt den Menschen, sich die radikalen Fragen nach dem eigentlichen Sinn des Lebens zu stellen. Das habe ich ganz persönlich erlebt, als mein Vater im Jahr 2004, als ich 25 Jahre alt war, unheilbar krank an Darmkrebs erkrankt ist und 2 Jahre später an den Lebermetastasen verstorben ist. Zeitweise waren die Schmerzen für ihn fast nicht zu ertragen. Vielleicht hat er sich auch manchmal gedacht, es wäre besser, wenn er seinem Leben und dem Leid ein Ende setzen würde. Vielleicht hat er sich gedacht, er könnte seiner Familie so das Miterleben des Leides ersparen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, er hat es nicht getan und er hat mir etwas Wichtiges mitgegeben. Es gibt nicht nur Schatten und Licht, nur Leid und Glückseligkeit. Das Leben ist viel facettenreicher. Nach der ambulanten Chemotherapie ging mein Vater in die Kirche in meiner Heimatstadt in Böblingen, hat eine Kerze angezündet, ging danach in die Kneipe und hat ein Bier getrunken. Das hat mir gezeigt, er war geprägt vom Leid, aber er hat trotzdem noch so viel Leben in sich. Viele Erfahrungen, die er mir und meiner Familie damit mitgegeben hat, hat mich sehr stark und tief geprägt. Unser Entwurf, den wir heute hier diskutieren, möchte diese freie Entscheidung über das Leben und Sterben schützen. Der Staat muss sicherstellen, dass diese unumkehrbare Entscheidung frei und ohne jeden Druck getroffen wird. Wir brauchen in Deutschland daher einen klar definierten gesetzlichen Rahmen, nicht für das selbstbestimmte Sterben, sondern zum Schutz der selbstständigen Entscheidung über das eigene Leben. Alte und kranke Menschen dürfen nicht das Gefühl haben, dass Druck auf sie ausgeübt wird. Dies zu verhindern, ist die oberste Pflicht des Staates. Er schützt damit das Recht auf ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben. Ich bin davon überzeugt, dass es richtig ist, so paradox es auch klingen mag, dass bei der Frage des selbstbestimmten Sterbens immer den Schutz des Lebens und die Würde des Menschen in den Mittelpunkt zu stellen ist. Das haben wir in unserem Gruppenantrag getan. Der assistierte Selbstmord darf niemals die normale Form der Lebensbeendigung werden, insbesondere für alte und kranke Menschen. Wir haben daher in unserem Gesetzentwurf klar eine Regelung im Strafgesetzbuch vorgesehen, die die geschäftsmäßige Förderung von Selbsttötung strafbar lässt. Den Menschen sollen nach unserem Entwurf weitreichende Hilfsangebote gemacht werden und Werbung für attestierten Selbstmord soll strafrechtlich verboten werden. Ich weiß, darüber kann man viel diskutieren und dafür kann man auch viel hier in diesem Hohen Haus streiten. Aber mir geht es darum, gute Rahmenbedingungen eben auch mit einem und diesem uns vorgesetzten Gesetzentwurf, den wir oder den ich hier mit vertreten möchte. Deswegen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, der Mensch steht im Mittelpunkt bei dieser Frage und daher würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Gesetzentwurf unterstützen würden. Dankeschön.
Das Wort.